Wie viele Klamotten kann ein Mensch besitzen? Gefrühstückt und ich habe jetzt noch ein bisschen was von meinem Kaffee übrig. Das werde ich jetzt auch noch schnell trinken, aber dann packe ich den Kleinen ein und gehe mit ihm in die Stadt ein paar Schuhe kaufen, weil er hat nur warme Winterschuhe und noch gar nichts für jetzt die wärmeren Temperaturen. Die Sonne scheint auch heute wieder, also es wird jetzt ein bisschen mehr Frühling, glaube ich. Ihr wisst oder wisst vielleicht noch nicht, wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, dass wir das komplette Wohnzimmer umgebaut haben, weil wir ja jetzt die ganzen Büromöbel nicht mehr hier haben, sondern in unserem Büro. Es steht noch ein bisschen Zeug rum vom Filmen von gestern und es ist auch noch nicht alles perfekt, also wie man hier sehen kann. Daran werde ich mich höchstwahrscheinlich heute Nachmittag setzen. Ich habe hier zum Beispiel so Füße bestellt. Die würde ich gerne unter die Möbel machen. Also das werde ich jetzt dann gleich noch machen. Aber erstmal braucht der kleine Mann Schuhe, in denen er nicht so schwitzt. Deswegen gehen wir jetzt in die Stadt. Der Samuel spielt gerade noch so schön in seinem Zimmer. Ich dachte, ich lasse ihn jetzt noch kurz 5 Minuten und nutze die Gelegenheit dazu, ein bisschen Klarschiff hier am Frühstückstisch zu machen und euch natürlich auch noch was zu zeigen. Ich werde ganz, ganz oft von euch nach Lavita gefragt. Ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos schaut, wir nehmen das jetzt schon bestimmt seit 4 oder 5 Monaten, alle von uns täglich. Es gibt Zeiten, zum Beispiel, wenn ich viel reise, wie im Moment, dann nehme ich es nicht, weil es eine Glasflasche ist und ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, das irgendwie zu transportieren. Aber wenn ich zu Hause bin, dann trinke ich einfach jeden Morgen einen Esslöffel davon in Wasser aufgelöst, genauso wie die Kinder, die machen das auch. Und ich werde ganz, ganz oft von euch gefragt, ob ich dafür auch einen Rabattcode habe. Den gibt es aktuell noch nicht. Ich bin da aber dran und hoffe, dass ich vielleicht einfach mal eine Möglichkeit finde, euch da ein bisschen was zurückzugeben. Und ich bin einfach begeistert davon. Wie ihr vielleicht wisst, die Mia ist kein sonderlich guter Obst- und Gemüseesser. Der Samuel isst es zwar, aber war ja auch in den letzten Wochen oder Monaten öfter mal krank. Deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass wir damit einfach den täglichen Bedarf an Spurenelementen und Vitaminen und an sonstigen Mineralstoffen, die wir brauchen, ersetzen können oder beziehungsweise zu uns nehmen können. Da bin ich sehr, sehr froh. Ich weiß, dass ich es den Kindern unbedenklich geben kann, weil keine künstlichen Zusatzstoffe drin sind, keine Aromastoffe oder sonstiges. Deswegen passt einfach für die ganze Familie. Darum, wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt, ich lasse euch auf jeden Fall den Link in der Infobox dazu da und jetzt setze ich mich nicht hin, sondern versuche mal hier ein bisschen noch aufzuräumen, Becher in die Spülmaschine einräumen und ganz wichtig, das hier kommt in den Kühlschrank, das darf nämlich nicht im Licht sein und soll kühl gelagert werden, also das mache ich jetzt als erstes. Planänderung. Ich bin jetzt schon wieder hier am Parkplatz, aber wir haben doch nicht nur Sommerschuhe gekauft, weil das Wetter sich so zusammengezogen hat. Ich habe jetzt auch eine warme Jacke angezogen und der Himmel ist ganz grau und trist und es hat auch schon geregnet. Darum haben wir jetzt noch ein paar Gummistiefel für den Sami geholt. So kleine süße Gummistiefelchen mit Monstern drauf. Und die hat er jetzt natürlich dann gleich ausgeführt und ist ordentlich in die Pfützen gesprungen. Also sehr, sehr schön. Jetzt ist er allerdings ein kleines bisschen müde, drum fahre ich nach Hause und lasse ihn höchstwahrscheinlich dann einfach noch einen Mittagsschlaf machen, bevor ich mich dann um die restlichen Sachen zu Hause kümmere. Ich habe ja da noch ein bisschen was vor. Und ich muss auch noch die Mia abholen und, ja, und den David aus dem Büro holen, der Samuel möchte. Was Süßes. Ja, genau. Also das werde ich jetzt noch alles machen. Du willst eins aussuchen? Ja. Dankeschön. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause.
gerade tatsächlich auf dem Weg nach Hause, der Samuel, im Auto eingeschlafen. Das hat er schon ewig nicht mehr gemacht. Und ich habe den jetzt einfach mit seiner Jacke ins Bett gepackt, weil ich glaube, dass das erste Mal seit ungefähr 14 Tagen ist, dass ich mittags Zeit finde, ein bisschen Sport zu machen. Also habe ich mir jetzt meine Lieblings-Yoga-Hose angezogen und die Matte hingelegt und mache jetzt einfach mal eine kleine Runde 20 oder 25 Minuten Pilates. Und ihr wisst ja, dass ich das immer mit Jumondo mache. Es gibt auch einen neuen Code, und zwar Chucky25. Der ist jetzt auch für länger gültig. Also wenn ihr es nochmal versuchen wollt, könnt ihr das sehr gern machen. Infos sind alle in der Infobox. Und ich nehme jetzt einfach ein kleines bisschen Zeit für mich. Eine ganze Pilates-Runde zu machen. Boah, das hat so gut getan. Vor allen Dingen mit dem vielen Rumreisen und immer sitzen am Schreibtisch und so bin ich super schnell hier oben verspannt. Und ich habe jetzt so eine Pilates-Einheit für Bauch und Rücken gemacht und da war jetzt super viel Bewegung oben drin. Es hat sehr gut getan. Ich räume jetzt noch meine Matte weg, ziehe mir die Sporthose aus, weil ich dann mit dem Samuel noch kurz die Mia hole. Wie man sehen kann, ist heute nicht derselbe Tag, als ich das letzte Mal gefilmt habe. War mein Plan eigentlich, noch ein bisschen was aufzuräumen und aufzubauen im Wohnzimmer. Das habe ich jetzt allerdings schon gemacht und es ist ein paar Tage später. Aber ich habe einen kleinen Plan gehabt von etwas, das ich schon sehr, sehr lange in Angriff nehmen wollte, aber es mir bis jetzt ehrlich gesagt immer ein bisschen zu viel Aufwand war, das zu machen. Und ich wollte es auch unbedingt für euch filmen. Darum mache ich das jetzt heute. Ich habe nämlich jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden Luft, also ein bisschen Zeit, mich darum zu kümmern. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das an Zeit reichen wird. Ich sitze in meinem Schlafzimmer. Das hat einen Grund. Und zwar geht es um meinen Kleiderschrank, der eine Riesenkatastrophe ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so erwartet oder ob ihr das gedacht habt. Aber es fällt mir tatsächlich enorm schwer, Klamotten zu finden jeden Tag, die ich anziehen kann, weil mein Kleiderschrank aus allen Nähten platzt. Und zwar nicht, weil ich im Kaufrausch bin und einfach nur noch Klamotten bestelle, sondern weil ich alles aufgehoben habe, was ich jemals besessen habe. Also es sind da tatsächlich auch noch Klamotten drin von vor beiden Schwangerschaften, in die ich definitiv nie wieder reinpassen werde. Dinge drin, die schon fast 10 Jahre alt sind, die mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und ich habe halt nie so wirklich hardcore aussortiert. Aber das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie das jetzt aussieht. Verurteilt mich nicht. Der David und ich teilen uns so einen zweitürigen Kleiderschrank und das hier ist meine Seite. Und ich weiß, das sieht sehr verboten aus. Also so ein richtiges System gibt's nicht. Ich habe versucht aufzuhängen, so Kleider und Strickjacken. Da sind ganz viele Pullis, weil ich zu viele Pullis habe. Hier ist alles voller Pullover. Hier sind Tops und T-Shirts. Das geht übrigens nach hinten noch weiter, ja. Also es sind immer zwei Reihen. Dann haben wir Röcke, Stoffhosen, Jeanshosen, dahinter sind lauter Sachen, die nicht mehr passen. Handtücher, weil im Bad nicht genügend Platz ist. Und das hier sind Sportsachen, Schlafhosen, Jogginghosen, lauter solches Zeug. Also, wie man sehen kann, ich bin definitiv keine Marie Kondo. Aber ich dachte mir jetzt, es sei vielleicht ganz witzig für euch zu sehen, was ich denn jetzt wirklich alles wegschmeiße. Ich weiß es noch nicht. Also ich meine auch mit Wegschmeißen nicht in den Müll schmeißen natürlich, sondern aussortieren, was noch gut ist, vielleicht an Leute geben, die es brauchen können. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was verkaufen, das weiß ich noch nicht. Aber ich sollte vielleicht weniger reden und einfach mal anfangen. Wie man sehen kann. Ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch nicht das langweilige, das ist so, sondern ich habe jetzt alle Teile hier, die ich nicht behalten werde. Und die gucke ich jetzt einfach mal durch nach, was kann komplett weg, was ist zum Beispiel kaputt und hat Löcher, da sind nämlich einige Sachen dabei. Und was kann man noch verkaufen? Ja, mein Kleiderschrank sieht jetzt definitiv besser aus als davor. Nicht ganz so leer, wie ich mir erhofft habe. Aber jetzt muss ich das hier erstmal fertig sortieren. Ich bin völlig aus der Puste. Ich habe auch Handtaschen gefunden, die da unten drin waren. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Aber da muss ich auch mal nochmal durchgucken, ob ich da noch irgendwas behalten möchte. Das ist ja echt unfassbar. Wie viele Klamotten kann ein Mensch besitzen?
Okay, dann fangen wir mal an. Also, ich habe aussortiert ganz, ganz vieles, was ich noch nie anhatte, was super schade ist, weil da sind teilweise Sachen dabei, die habe ich wirklich neu gekauft und vielleicht einmal angehabt, so wie das hier. Ist so eine Überzugsjacke. Übergangsjacke, meine ich natürlich. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Bomberjacke, aber irgendwie, keine Ahnung. Also die ist auf jeden Fall noch niegelnagelneu. Kommt also auf den Verkaufenstapel. Pulli, wunderschöner, gestrickter oder gehäkelter Pulli, was auch immer, in einer wunderschönen Farbe. Aber ist mir zu eng. Passt mir einfach nicht richtig. Also wird auch verkauft. Dann habe ich noch Stoffhose, auch relativ ungetragen, vielleicht 3-4 Mal, aber ist mir auch zu klein. Diese Hose habe ich aus dem bestimmten Grund aufgehoben, weil da drin steht Größe 40, ist sie aber definitiv nicht, weil ich weiß, dass ich nicht reinpasse. Aber das war meine Lieblingshose. Die habe ich wirklich sehr, sehr oft getragen und ich habe mir auch keine neue in der Farbe geholt, weil ich halt dachte, ich passe da irgendwann mal wieder rein. Tue ich aber nicht. Also kommt die jetzt auch weg. Kann mir jemand verraten, warum mein Sohn jetzt dann 2 wird und ich noch Umstandshosen in meinem Schrank habe? Und das war übrigens nicht die einzige, die ich da noch drin hatte. Also es kann definitiv dann irgendwann mal eine Freundin bekommen, die ein Baby bekommt. Aber in meinem Schrank hat es halt einfach nichts mehr zu suchen. Ganz viele Kleider, die ich schon Ewigkeiten habe und nie anhatte, weil sie halt einfach auch nicht mehr modern sind. Die habe ich auch alle aussortiert. Ein paar Pullis, weil ich ungefähr trotzdem noch 7 Milliarden Pullis habe. Noch mehr Umstandswäsche. Warum habe ich sowas noch in meinem Schrank? Also ich kann es ja mal für euch anziehen, nur damit ihr mal wisst, was ich meine. Aber seht ihr, was ich meine? Passt halt nicht mehr. Also passt nicht mehr. Die würde vielleicht sogar noch passen, aber die habe ich jetzt 3 Sommer getragen, also kann die auch weg. Ich habe mir nämlich fest vorgenommen, einfach auch Dinge wegzumachen, die halt ich schon sehr oft getragen habe und nicht mehr tragen möchte. Dieser Pulli zum Beispiel. Ich weiß, ganz, ganz viele von euch fragen mich immer, wo der her ist mit diesen Perlen hier. Aber der hat mir jetzt 2 Winter gute Dienste geleistet und jetzt verliert er halt überall die Perlen und hat überall Löcher. Darum schmeiße ich den auch weg. Wer mir auf Instagram folgt, kennt diesen Pulli. Habe ich jetzt im Herbst relativ oft angehabt. Aber jedes Mal, wenn ich ihn anhatte, habe ich mich wunderschön gefühlt, aber geschwitzt wie ein Schwein, weil er halt super dick ist. Deswegen kommt der auch weg. Noch eine Umstandshose. Ja, bei diesem Rock bin ich mir nicht sicher. Ich heb den jetzt auch noch auf, bis ich eure Kommentare gelesen habe. Aber ich hatte den vor kurzem in einem Video an und habe selbst bemerkt, dass er ein bisschen knapper sitzt als letzten Sommer. Ja, das hättet ihr mir nicht sagen müssen. Aber vielleicht passt er ja im Sommer. Vielleicht habe ich noch ein paar Plätzchen auf den Rippen. Ich weiß es nicht. Ich will den eigentlich nicht wegmachen, weil ich liebe den schon sehr. Und ich habe den jetzt nur einen Winter getragen. Also soll ich ihm noch eine Chance geben oder soll ich ihn einfach weghauen und mir den größeren kaufen? Wäre ja auch eine Option. Der bleibt mal auf dem Ihr-Entscheidet-Stapel. Wir machen einen Ihr-Entscheidet-Stapel. Diese Hose liebe ich sehr. Habe sie auf einem einzigen Instagram-Foto angehabt. Mit so einem Gürtelbund hier. Den hat die liebe Cindy auch. Die hat die liebe Cindy auch. Und ich habe sie mir mit ihr oder dank ihr gekauft. Aber es ist eine Zara 40. Also alle meine Ladies, die eine Größe 40 tragen, wissen jetzt, was das bedeutet. Die ist halt einfach zu eng. Okay, um dieses Teil hier tut es mir tatsächlich sehr, sehr leid. Jetzt kommt hier die Sonne so blöd rein. Könnt ihr mich noch sehen? Ja. Ich habe diesen Pulli gekauft und ich finde ihn wunderschön. Also der ist niegelnagelneu. Da habe ich gerade das Etikett runter gemacht. Nie getragen. Super, super cooles Teil. Aber ich sehe darin einfach aus wie ein Kasper. Sieht einfach überhaupt nicht schön aus an mir. Er hat so ganz lange Arme. Also werde ich den wohl verkaufen müssen. Mein wohl dümmster Internetkauf bisher aus so irgendeinem Online-Shop habe ich das gekauft, weil ich es total schön fand. Habe es natürlich noch nie angehabt. Ich würde euch jetzt echt gern zeigen, wie es aussieht. Soll ich es einfach mal anziehen? Ich ziehe es mal an. Ich habe es angezogen. Ich versuche es mal so zu zeigen, dass man es auch in seiner vollen Pracht sehen kann. Ups. Also erstens mal war das im Internet ungefähr so lang. Es ist halt einfach 70 cm länger und sieht irgendwie nicht so schmeichelhaft aus, finde ich. Oder was sagt ihr dazu? Okay, also ihr merkt schon, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich werde das hier jetzt einmal ganz kurz fertig machen, aber ich weiß, dass mich hundertprozentig ganz, ganz viele von euch fragen werden, weil das bis jetzt immer so war, wenn ich irgendwas aussortiert habe, ob ich meine Sachen, die ich aussortiere, verkaufe. Und ich lasse das jetzt einfach mal bei euch die Entscheidung. Und zwar stimmt mal einmal hier oben, ihr wisst, was ich meine, stimmt mal eben ab, ob ich die Dinge verkaufen soll und wenn ja, dann schreibt mir mal, wo ich die verkaufen soll, weil ich bin, glaube ich, auf keiner so Seite mehr, Kleiderkreisel oder wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, wo man da noch aktiv ist, wie das jetzt so läuft, wenn man cool ist, also unter den coolen Leuten. Ich habe keine Ahnung, also schreibt mir das mal und dann stelle ich die Sachen vielleicht einfach für ganz wenig Geld da rein
weil ich sie sonst höchstwahrscheinlich einfach an Frauenhäuser oder so verschenken würde. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das mal. Und ich mache das jetzt hier einmal ganz kurz flott fertig und zeige euch dann noch meinen Kleiderschrank. So sieht mein Kleiderschrank jetzt aus. Ich habe ja schon gesagt, es ist nicht so leer, wie ich hoffe. Da sind übrigens die Handtücher, die ich noch woanders hinräume. Aber wir haben jetzt sortiert Blazer, Röcke und so Jumpsuits, zwei Stück. Dann haben wir, das hier sind meine ganzen Kleider, langärmelige bis kurzärmelige Kleider, also Sommer- und Herbstkleider. Blusen sind das hier und vier Strickjacken, worüber ich sehr erstaunt bin. Ich dachte, ich behalte viel mehr, aber es sind nur diese vier geblieben. Dann haben wir hier unten meine Wollkuschelpullis. Das sind jetzt noch diese vier. Hier hinten sind, Kamera falsch, sind Hoodies und Sweater, auch vier Stück. Dann haben wir hier so semi-dicke Pullover. Also ihr seht schon, die sind nicht gestrickt, also nicht so grob, aber auch halt nicht dünn. Und hier sind die dünnen Pullover. Ja, ich weiß, ich habe ein leichtes Pullover-Problem, aber ich trage sie sehr gerne und sehr häufig. Da haben wir Trägeroberteile, also so Spaghetti-Träger-Oberteile oder so Unterzieh-Oberteile. Und hier hinten sind T-Shirts, ganz normale, mit Ärmeln. Meine Hosenkollektion ist geschrumpft und zwar sehr geschrumpft. Wir haben hier ein paar Röcke und kurze Shorts. Also ich glaube, hier Röcke und vier Shorts. Das hier sind meine ganzen Stoffhosen und ja, die brauche ich alle, weil ich trage sehr, sehr häufig Stoffhosen. Hier sind zum Beispiel so Bürohosen oder dann meine Culottes, die ich ja sehr gern mag. Und das hier sind meine übrig gebliebenen Jeans. 1, 2, 3, 4, 5. Die ich anhabe. Aber das ist jetzt der Rest. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und hier hinter mir auf dem Boden sieht man den leider zu entsorgen Haufen, weil die Sachen einfach kaputt sind. Bei der Tasche fehlen zum Beispiel die Riemen und so, das ist alles kaputt. Und hier ist der Stapel zum Verkaufen. Das ist doch übrigens einiges geworden. Also falls ihr an irgendwas davon Interesse habt, ich weiß, solche Teile zum Beispiel, da wurde ganz oft in meinen Videos danach gefragt, wo ich die gekauft habe. Ich werde sie alle verkaufen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir einfach wo. Und ich werde jetzt vielleicht einfach nochmal eine Runde shoppen gehen, weil mein Kleiderschrank wieder leer ist.